Seid gegrüßt, der Wulfmegan hier mit dem 34. Part unseres Let's Plays zu Guild Wars 2. Und zwar machen wir jetzt erst einmal die Mission der Orden von Tyria. Dafür reisen wir einmal... Ja, wohin? Dahin? Genau, nach... Götterfels. Oh, ist das peinlich. Jetzt muss ich gerade tatsächlich nachschauen, wie die Heimatstadt der Menschen heißt. Na gut. Passiert. Ja, ich hoffe, dass das jetzt mit dem Laden etwas schneller geht. Und wenn wir hier sozusagen mit dieser Quest fertig sind, dürften wir auch Stufe 31 sein. Und dann werde ich wahrscheinlich erstmal bis zum 31. pausieren. Für die, die jetzt erst dazuschalten oder dazugekommen sind. Und zwar mache ich momentan ein Voting, ob ich denn jetzt hier in Guild Wars 2 bis Stufe 31, also was wir jetzt in dieser Quest sozusagen erledigen werden, spielen soll. Oder, ich weiß es inzwischen, bis Stufe 60. Das heißt, einmal die... Ich will immer Distanz sagen, aber das ist falsch. Auch nicht das Fraktal, sondern die Fraktion einmal durchspielen. Oder halt bis Stufe 80. Und das zweite Voting geht halt darum, ob wir... Oder ob nicht ob wir, sondern ob ich... euch nun als nächstes Diablo 3 Let's Playen soll oder ob ihr lieber Assassin's Creed Rogue von mir sehen wollt. Die hier erfolgreich ist in dem Fall falsch, sondern fleißig. Oh mein Gott, ist mir das jetzt peinlich. Und zwar meinen Kanal verfolgen, die wissen das natürlich schon. Daher werde ich jetzt auch nichts mehr diesbezüglich sagen. Jetzt bin ich sowieso erstmal ruhig. Bis gleich. Eure Majestät, Hauptmann Thackeray, ihr habt mich rufen lassen? Allerdings, und ich bin froh, dass ihr da seid. Kryta braucht euch mal wieder. Ihr wisst, ich tue alles in meiner Macht, um zu helfen. Wo liegt das Problem, Hauptmann? Im Süden von Kryta gibt es einen Sumpf namens Leichenhof-Morast. Die Gegend hat unter unserem Krieg gegen die Zentauren schwer gelitten. Das meiste Holz dort wird für Katapulte und Wälle verbaut. Daher benutzt man in kalten Nächten oft Sumpfmoos statt Feuerholz. Aber jetzt haben die Seraphen mir berichtet, dass auferstandene Untote im Sumpf gesichtet wurden. Diener von Orr. Auferstandene? Die Diener des Drachen? Wenn die im Sumpf hausen, ist jeder, der dorthin geht, in größter Gefahr. Genau. Die drei Orden Tyrias wollen einschreiten, können sich aber nicht auf einen Plan einigen. Und während sie streiten, sind meine Leute in Gefahr. Ich habe euch auserwählt, als Vertretung der Krone dorthin zu gehen, die Ordensvertreter zu treffen und die Situation zu klären. Ihr habt es mit den Wachsamen zu tun, der Abtei Dormant und dem Orden der Gerüchte. Alle drei bekämpfen Saitan und sein Gefolge. Allerdings haben sie ganz unterschiedliche Methoden. Eure Aufgabe ist es, zu entscheiden, welcher Plan der beste ist und ihn dann umzusetzen. Ihr habt die volle Autorität der Krone, um diese Situation zu bereinigen. Nehmt ihr die Aufgabe an? Natürlich, Majestät. Es ist mir eine Ehre, Kryta und meiner Königin zu dienen. Danke. Geht. Und trefft die Repräsentanten der Orden so bald wie möglich. Ich erwarte mit Spannung euren Bericht. Na gut. Okay, es sind Orden und nicht Fraktion. Aber das macht meines Erachtens nach keinen großen Unterschied. Ich werde es aber unten im Guide beziehungsweise in der Videobeschreibung nochmal richtig stellen,
Jetzt schauen wir einmal, wo wir hin müssen. Oh, wir müssen hier einmal durch den Kessex-Hügel durch. Ich guck gerade, kommen wir vom Kaledonwald? Nee. Okay, dann gehen wir hier an diese Wegmarke, Wegmarke Reisende, hin und gehen von da aus dann halt und treffen die Fraktion bzw. Orden. Und dann sehen wir einmal weiter, wie das Ganze dann vonstatten geht. Ich muss noch tatsächlich nochmal auf der Karte gucken. Wo müssen wir denn da jetzt genau hin? Oh, okay. Ist aber ziemlich weit entfernt. Macht nichts. Das kriegen wir schon hin. Und ich vergesse immer wieder den Counter einzustellen, beziehungsweise Countdown einzustellen. Ich brauche Hilfe. Aber bisher halten sich ja, oder hält sich die Überschreitung in Grenzen. Und hier können wir jetzt gerade nochmal das Eisen abkloppen. Das ist ja eine der täglichen Questen von heute. Wenn wir das unterwegs sehen, ist das natürlich kein Problem, das zu machen. Ich kann hier auch nochmal, anstatt die Waffenmeister, kann ich natürlich auch die tägliche hier anmachen. Ach, und das ist gar nicht Ascalon, sondern, okay, peinlich. Egal. Das Herz machen wir jetzt hier erstmal nicht, sondern wir bewegen uns jetzt einfach nur schnurstracks zum die Orden von Tyria. Oder sowas ähnliches. Nur vereinzelt nehmen wir halt gewisse Responsa mit, damit wir hier auch dann, falls uns was passieren sollte, ohne Probleme da auch wieder an den Responsa reisen können und nicht wieder ganz von vorne antreten müssen. Okay, ich hatte ja versprochen, dass ich hier sozusagen ein bisschen besser mit meinem Sprechen, dass mal manchmal klappt, manchmal klappt es nicht. Ich bitte dies noch etwas nachzusehen. Etwas nach, ja. Ihr wisst, was ich nicht meine, was ich meine. Es ist eine goldene Spinne. Aber das dürfte für uns eigentlich mit der ganzen Gruppe hier kein großes Problem sein. Okay, ich hatte gerade gesagt, das war schnurstracks durchrennen. Aber wenn man hier schon mal so eine Quest hat, beziehungsweise eine Mission, Quest, wie auch immer hat, dann Event, jetzt habe ich's. Oh mein Gott. Ist mir das peinlich. Dann sollte man das Ganze auch schon einmal mitnehmen. Es sind immerhin für die Gilde 2 Punkte. Und ansonsten auch für uns Erfahrungspunkte. Und das, da muss ich sagen, das finde ich ein bisschen halt. War erfolgreich. Okay, wir bekommen jetzt nicht unbedingt so das, was wir benötigen. Aber das ist nicht das Problem. So. Weil wir haben ein wesentlich besseres Hemd. Ein Schwert kann ich sowieso nicht nutzen. Diesmal nehme ich aber die beiden Sachen hier mit. Einmal den Geist und einmal den Verbrauchsstoff. Die gehen beide jeweils für, beziehungsweise einer geht für 45 Minuten
und der andere geht für 30 Minuten. Aber wir bekommen dadurch wenigstens ein bisschen mehr Erfahrung und haben auch ein bisschen mehr magisches Gespür und natürlich was für uns gerade in den niedrigleveligen Bereichen ist. Zähigkeit, beziehungsweise daher, dass wir noch relativ niedrig sind, bekommen wir hier halt auch noch Zähigkeit mit dazu. Was natürlich auch schon mal vom Vorteil ist. Ach ja, genau. Vergesst mich nicht umzutreten, ich wollte es gerade sagen. Da war es schon passiert. Egal. So. Wieso mischt sich hier gerade dieser Bär ein? Der haut jetzt auch ab. Super. Und ich glaube, das ist da hinten. Es ist wieder ein goldener Boss. Mal gucken, ob wir den auch mit besiegen können. Ich weiß, ich habe gesagt, wir gehen schnurstracks gerade hin. Aber wie ich auch schon eben gesagt hatte, sowas sollte man nicht unbedingt außer Acht lassen. Denn es könnten auch durchaus gute Sachen fallen, die wir gebrauchen können. Wie zum Beispiel eine vernünftige Waffe. Oder ein guter Dolch. So, wir gehen jetzt hier einmal hoch. Toxisches Skull. Ja, ja. Ja, genau, ist ein goldener Boss. Hab ich mir schon fast gedacht. Das ist natürlich etwas schwieriger jetzt hier, weil das toxisch ist. Aber wir könnten es durchaus schaffen. Wenn die anderen natürlich hier auch gut beieinander sind. Autschen. Ja, das war klar. So. Da bedanke ich mich einmal für ZY war eigentlich falsch, weil ich wollte eigentlich TY schreiben. Hier kämpft wieder einer ums Überleben. Die versuchen wir jetzt mal schnell wieder zu beleben. Also mit diesen toxischen Sachen, da muss ich sagen, hat sich meiner Meinung nach ArenaNet so ein kleines bisschen ein eigenes Ei gelegt. Weil man kann hier keine zwei, oder zumindest wie das Event startete, konnte man keine 2 mm gehen, ohne auf so eine toxische Scheiße zu treffen. Schön, ich wollte jetzt gerade eigentlich nicht wirklich Scheiße sagen, aber egal, passiert. Ja, und dann mischt sich auch noch ein Veteran mit ein, ja, klasse. Also, ein bisschen übertreiben kann man es ja mal. Ja, umwerfen, genau, vergesst es nicht. Und weil wir jetzt auch schon fast Stufe 31 sind. Allerdings muss ich sagen, wenn wir jetzt Stufe 31 sind, den Champion, den will ich auf jeden Fall noch besiegen.
Und ich möchte euch natürlich auch noch gern das Herz zeigen. Beziehungsweise nicht das Herz, sondern das Event zeigen. Und gucken. So. Oh Mann, oh. Also ihr seht schon, es ist nicht gerade sehr einfach. So. Ich glaube, ich wechsle dann doch noch mal kurz auf Stab, damit ich nicht unbedingt so dicht rein muss. Einmal mit Furcht versehen. Ja, hier als Nekromant ist das natürlich gerade in dem Low-Level-Bereich sehr schwierig. Ach, hier ist noch ein Elite mit dabei. Super. Das ist natürlich besonders lustig. Naja, wenn ihr versteht, was ich meine. Weil das ist wirklich ein bisschen sehr extremst übertrieben. Jetzt ist aber allerdings der Boss hier gerade schön fest gekettet hier unten und kommt hier nicht weg. Also das dürfte dann jetzt nur noch eigentlich eine Frage von Minuten sein, bis wir den dann fertig haben. Hier sollte man dann unbedingt raus und nicht stehen bleiben. So wie ich das gerade gemacht habe. Ah, erledigt ihn. Ich fühle mich stark. Erfrischend. Ja, erledigt. Ups. Okay. Ein bisschen Hilfe. Ich weiß die Hilfe zu schätzen. Super. Jetzt sind hier nur noch ein paar vereinzelte Veteranen. Wer schreiben kann, ist klar ein Vorteil. Jetzt kriegen wir hier eine Axt. Das ist klasse. Mit welcher Sigille des Wassers, der Erde. Nehmen wir einfach mal der Erde mit. Das ist nicht schlecht. So, dieses Event nehmen wir, beziehungsweise das Herz nehmen wir jetzt auch an. Das haben wir dadurch auch voll. Ja, war klar. Und jetzt können wir halt auch die Elite-Fertigkeit nehmen. Weil wenn wir jetzt durch die Hauptquest oder die Geschichte auf 32 kommen, dann tut es mir leid, aber wie ich euch ja gesagt hatte, möchte ich euch das wenigstens diesen Teil der Geschichte noch zeigen und danach warten wir halt ab, was es mit dem Voting auf sich hat. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Wir können hier einmal die Seuche nehmen. Ist natürlich nicht schlecht. Den Fleischgolem, der an unserer Seite kämpft. Grenzschnitter, naja. Ich glaube, wir nehmen erst einmal die Seuche mit. Weil so schlecht finde ich die jetzt nicht. Denn ich kann euch das einmal zeigen. Also ihr seht, wir machen das hier sehr gut. Und ich weiß jetzt, 6 Sekunden bleibt sie. Na gut, okay. Das natürlich. Okay, sie bleibt ein bisschen länger als 6 Sekunden.
Wieso greifen denn jetzt hier die Skalle sich gegenseitig an? Verwirrt ich bin, macht aber nichts. Und wenn wir die nächsten 10 Punkte haben, falls ihr euch dafür noch entscheidet, dann nehmen wir den Fleischgolem. Ich lasse die jetzt einfach mal links liegen und gehe hier rüber, damit wir hier auch dann... Ups, verkehrte Richtung. Zu unserer persönlichen Geschichte kommen. Sonst wird das ja heute gar nichts mehr. Weil ich gucke gerade, wir haben noch 5 Sekunden. Bitte, was ist los? Während eines Kampfes, ja. Weil ich auch gerade im Kampf bin. Den Veteranenhai, den lassen wir jetzt außen vor. Wir könnten jetzt auch, da dass ich meinen Guild Wars 1 Account mit dem Guild Wars 2 verbunden habe, könnten wir rein theoretisch auch noch einen anderen Elite mitnehmen, und zwar hier den Nebelwolf. Der hält allerdings nicht so lange. Das Event lassen wir jetzt einmal außer Acht. Weil erstens ist es ein Gruppenevent, was wir sowieso nicht alleine schaffen. Und zweitens, die Bluthexe ist sehr, sehr schwer zu besiegen. Eigentlich, meines Erachtens nach, nur mit einer sehr guten Gruppe zu schaffen. So, und wenn wir jetzt hier aus dem Wasser sind, dann dürften wir eigentlich auch uns die Waffe anziehen dürfen. Schwert können wir ja sowieso nicht nutzen. So. Und hier oben ist dann auch gleich das Geschichtsteil. Genau, da vorne. So. Die Orden von Tyria. Mal gucken, ob wir das Ganze in 3 Minuten noch schaffen. Ich hatte natürlich mal wieder, wie am Anfang gesagt, ein bisschen zu spät meinen Countdown eingeschaltet. Daher ist der Part sowieso schon über 20 Minuten. So. Jetzt bin ich erstmal ruhig. Endlich. Duena, sei Dank, dass ihr da seid. Ich bin der Gelehrte Josia von der Abtei Dormant. Wir haben euch erwartet. Seid nicht so bescheiden, Vertretung der Krone. Ihr seid nicht hier, um zu beraten. Ihr seid hier, um Entscheidungen zu treffen. Und genau die brauchen wir. Zur Abwechslung hat Ihan mal bei irgendwas recht. Ich bin Hiroki, Kriegsmeisterin der Wachsamen. Die Auferstandenen sind sehr aktiv im Leichenhof Morast. Einige Dorfbewohner werden vermisst, meist Kinder. Wir müssen da Soldaten reinschicken. Die Wachsamen halten einen Trupp in Bereitschaft, um die Gegend zu durchkämmen. Vertretung der Krone, gebt einfach den Befehl. Ich bin sicher, ihr erkennt die Probleme, die ein solches Vorgehen aufwerfen würde. Die Abtei Dormant hingegen hat ein erstaunliches Gerät, den Mortus Verge. Wir bekämpfen die Drachen lieber mit dem Intellekt. Kostet weniger Leben, wenn ihr versteht. Und wir haben herausragende Fortschritte gemacht. Euer Gerät ist reine Theorie, ungetestet. Ihr wollt damit das Leben der Kinder riskieren? Der Stahl der Wachsamen ist solide und erprobt. Ich gehöre zum Orden der Gerüchte. Wir haben der Königin dieses Problem gemeldet. Doch die Kämpfer an der Front überlassen wir anderen. Nun gut. Hiroki, Josia, gebt mir etwas Bedenkzeit. Dann werde ich meine Entscheidung treffen. So, wir müssen uns jetzt sozusagen entscheiden. Das ist aber noch nicht die Entscheidung, die ich eigentlich meinte. Denn nur was wir jetzt als erstes machen, ob wir frontal angreifen oder eher sozusagen aus dem Hinterhalt
Ich bin eher für den Hinterhalt. Ich entscheide mich natürlich für den Plan der Abtei, weil sonst haben wir da nicht wirklich viele Chancen als Nekromant, noch nicht. Wir gehen hier einmal raus. So. Ich reise dann jetzt nirgends hin, denn ich bleibe jetzt hier einfach mal stehen. Da wir nach hier hin müssen, falls ihr euch natürlich entscheidet, dass wir weitermachen. Und zwar dahin. Okay, man sieht es auch am Punkt. Ich hoffe, dieser Part hat euch gefallen. Ich Melandro, zeige mir den Weg. Hoffe, nein, nicht ich hoffe, sondern ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, dass ihr zugeschaut habt. Nein, war natürlich falsch. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich freuen. In diesem Sinne, gehabt euch wohl, euer Wulf Mingan.